Moin Moin Leute, was geht ab? Da habe ich wieder uns heute ein neues Video für euch. Heute möchte ich einfach mal ein ziemlich unbekanntes Anti-Cheat vorstellen, und zwar ist es WatchCat. Dieses Anti-Cheat ist nebenbei auch kostenlos, wie man hier sieht, und es hat allerdings erst 85 Downloads, was ziemlich wenig ist für diese Funktionalität des Plugins, und deswegen möchte ich euch das Ganze einfach mal vorstellen. Ich habe jetzt ca. eine Stunde rumgetestet, und damit ich euch einfach mal keinen Scheiß erzähle, also ich weiß schon, wovon ich jetzt hier gerade erzähle, ich habe jeden einzelnen Cheat einmal getestet, und ich würde sagen, dasselbe machen wir gleich ebenfalls. Ja, vorab, ihr braucht dafür Protocol-Lib, sollte eigentlich klar sein. Hier haben wir alle unsere Permissions, unsere Commands und so weiter, und das kann das Plugin erstmal alles. Und zwar kann es die nötigen Combat-Checks, die Movement-Checks und Player-Checks. Das meiste davon funktioniert, bei einigen würde ich allerdings aufpassen, dazu kommen wir aber gleich. Erstmal laden wir uns das Plugin mit Protocol-Lib herunter. Ich denke, das sollte auch klar sein, wie schon gesagt, dann erhalten wir hier zwei Plugins, die packen wir auf den Server und dann gucken wir weiter. Nebenbei zum Client, ja, ich habe einfach einen Hack-Client mir geholt, und zwar Suicide, das ist einer der aktuellsten und besten Hack-Clients. Auf Gommel kann man damit beispielsweise alles so weit machen, soweit ich jetzt weiß, ich habe es natürlich nicht gemacht, weil ich diesen Hack-Client hier primär für das Testen des Anti-Cheats von Claims hier nutze. Also auf jeden Fall ist es ein ziemlich, ziemlich guter Hack-Client, und aus dem Grund, ja, würde ich sagen, gehen wir mal kurz auf unseren Test-Server damit, packen die beiden Plugins drauf und starten direkt mal den Server. Sollten wir gleich auch schon sehen, dass der ganze Server hier ganz normal startet, wie es auch sonst so bekannt ist. Also da ist es auch schon alles fertig, und jetzt haben wir hier auch schon unsere kurzen Informationen, dass das Plugin geladen wurde. Ja, anschließend haben wir jetzt hier einfach mal kurz im WatchCat-Ordner einmal checks.yml, einmal eine ClientControl.yml und einmal logs. Das Ganze hier können wir umstellen, und dazu kommen wir gleich ebenfalls einmal. Und einen sehr, sehr großen Bug hat das Plugin noch, allerdings werde ich euch gleich darauf aufmerksam machen, was ihr auf jeden Fall deaktivieren solltet. Hier rechts seht ihr an dem Suicide, dass das Ganze hier ein Hack-Client ist, und hier, das ist mein Haupt- Client, also der ganz normale Spygot-Plugins-Client. So, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal, und zwar mit der Kill-Aura. Die Kill-Aura dieses Hack-Clients kommt durch dieses Ganze hier durch, jedoch werden wir halt auch gefleckt. Wir werden nicht gebannt, nicht gekickt, aber wir werden gefleckt. Das ist halt so ein bisschen schade, aber ich kann das Ganze einfach mal demonstrieren. Und zwar werden wir hier einfach mal ein bisschen Goldapfel essen, und jetzt anschließend werden wir die Kill-Aura anschalten. Und zwar haben wir jetzt hier dafür Aura. Das sind unsere Settings. Die Settings packen wir hier bei der Range auf 4,1. Und dann können wir mal schauen, was passiert. Wir sehen, wir machen Kill-Aura an. Oder sollten zumindest gefleckt werden. Okay, gerade hat es noch funktioniert. Ich weiß gar selbst nicht, wieso ich nicht gefleckt werde. Auf jeden Fall ist diese Kill-Aura des Clients, wie schon gesagt, ziemlich gut. Kann auch einfach daran liegen. Also es ist ein bisschen schade, dass die Kill-Aura hier so gut durchgeht. Gerade hat es mir auf jeden Fall noch gefleckt, aber naja, gut. Mit anderen Clients soll das halt trotzdem funktionieren. Aber dafür kommen wir gleich zum besseren Teil, Leute. Und zwar machen wir jetzt mit der Range weiter. Und zwar können wir hier nämlich noch die Range verändern. Falls Leute halt eine höhere Range benutzen, beispielsweise 5,2 oder sowas, sollten wir gleich auch schon sehen. Okay, der Bot hier fliegt ganz munter um uns herum. Wenn wir unsere Range zu stark einstellen, beispielsweise auf 6, das ging ja mal auf Gomme oder sowas, dann werden wir halt direkt gekickt. Das sieht man hier, und danach wird man gebannt. Das kann man auch alles so umstellen. Also wie schon gesagt, Reach funktioniert hier sehr gut, das wird definitiv immer geflaggt. Und damit haben wir eigentlich auch schon einen sehr wichtigen Teil abgedeckt. Das heißt, die Spieler können maximal so weit schlagen, wie sie es halt erlauben. Bei der Kill-Aura finde ich es gerade trotzdem ein bisschen schade, dass es nicht geflaggt wird. Weil gerade wurde es auch geflaggt, das ist das Komische. Vielleicht habe ich auch gerade einfach nur Pech. Ihr könnt es einfach mal selbst austesten, falls ihr irgendeinen Client rumfliegen habt. Und dann machen wir direkt weiter. Und zwar, das Problem bei dem Anti-Cheat ist hier Aimbot und Aim Assist oder sowas. Und zwar, wenn wir das mal anmachen, ich kann es euch ja mal ganz kurz demonstrieren. Ich mache mal beispielsweise hier mein Aimbot an. Da haben wir einen Bow-Aimbot, und zwar, wenn wir jetzt mit dem Bow-Aimbot ein wenig schießen, sollten wir vielleicht gleich sehen, dass der Spygot-Plugins-Account gebannt wird. Oder zumindest zum Server gekippt wird. Es kommt nämlich immer ab und zu vor, dass ihr selbst nicht gebannt werdet, sondern dass derjenige gebannt wird, wie den ihr gerade abschießt. Das hatte ich gerade schon nochmal gehabt. Das gerade sieht man es natürlich nicht. Vorfeld-Pack kennt man. Aber definitiv sollte ich diesen Check hier ausstellen, damit keine Spieler bei euch gebannt werden. Das ist halt wie schon ein kleiner Fehler von dem Plugin. Und zwar sehen wir jetzt schon, wir werden geflaggt. Das meinte ich damit, also wir werden definitiv zurückgebackt und alles mögliche. Es ist jetzt zwar nicht so ein starker Flag, aber wie schon gesagt, die ganzen Optionen von dem Client hier sind ziemlich gut ausgeprägt. Und außerdem können wir hier noch ein bisschen was anpassen. Jetzt haben wir mal den Jump hier. Da werden wir, soweit ich weiß, nicht geflaggt. Genau, das funktioniert alles. Aber auf jeden Fall der Packet hier, der wird, also alles, was in Packets funktioniert, wird hier halt schon geflaggt. In dem Ding. Oder besser gesagt in dem Anti-Cheat. So. So, jetzt kommen wir mal zu den anderen Cheats, und zwar zu Jesus. Da habe ich mich auch ziemlich gewundert. Das funktioniert hier wirklich schon noch ziemlich schlecht mit dem Anti-Cheat. Also Jesus blockiert auf jeden Fall alles hier, wie man sieht. Wir laufen jetzt rüber und wir sind auf jeden Fall direkt im Wasser. Und da kommen wir auch nicht mehr raus. Und zwar, wie schon gesagt, Suicide ist halt wirklich
kein 0815 Client, das ist halt wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Client. Und ja, da kommt halt auch nichts durch, also man kommt auf jeden Fall nicht durchs Wasser mit Jesus, was da auch ziemlich gut ist. Jetzt, was auch noch ein sehr, sehr guter Punkt ist, das Inventory Move funktioniert nämlich ebenfalls gar nicht. Und zwar können wir es einfach mal anschalten, wir haben jetzt zwei Modes, einmal den Bypass und einmal nicht, dazu kommen wir jetzt alles. Ich mache den an und wir laufen, wir werden direkt gekickt. Wir haben nur ganz kurz angefangen zu laufen, wie man sieht, das Inventar wird einfach geschlossen, man wird auch gebannt, also beide Sachen funktionieren hier einfach mal gar nicht. Also Inventory Move ist auf jeden Fall ziemlich safe hier. Man sieht, das wird auch einmal geschlossen, das Inventar, und das war es dann auch. Also ich würde beispielsweise Inventory Move dann auf jeden Fall nicht benutzen auf dem Server, macht natürlich auch dann keinen Sinn. So, dann haben wir noch Blink, das funktioniert auch nicht. Blink ist das, wenn man es anmacht, kann man normalerweise laufen. Wenn man dann Blink anschließend ausmacht, wird man dann hin teleportiert. Wie man sieht, funktioniert nicht, können wir vergessen. Das wird einfach nichts. Wir werden direkt zurückgebackt, auch wenn wir das Ganze nochmal anfangen. So, jetzt haben wir noch Free Cam, und zwar damit können wir ein bisschen rumfliegen und uns Map anschauen. Wir machen es mal an und wir sehen, wir werden jetzt die ganze Zeit zurück teleportiert. Das bringt einfach auch gar nichts. Wir können uns hier nichts anschauen. Die Chunks werden des Weiteren auch nicht mehr geladen, wenn wir ein wenig außerhalb des Sichtfeldes gehen. Ja, und im Grunde genommen, das funktioniert auf jeden Fall ebenfalls nicht. Ich würde jetzt auf jeden Fall auch nicht sagen, dass ihr das Anti-Cheat hundertprozentig nutzen sollt auf eurem Server. Ich würde das eventuell dazu packen, weil einige Checks hiervon, wie schon gesagt, ziemlich gut sind. Beispielsweise der Inventory Move Check ist sehr, sehr gut. Der funktioniert, wie schon gesagt, gar nicht. Auch bei diesem Client hier. Da könnt ihr echt vergessen. Also, wenn ihr irgendwas vom Bypass drin habt, völlig egal. Ihr werdet entweder zurückgebackt, gekickt oder sonst was. Also man sieht, da kann man nichts mit machen. Ihr kriegt auf jeden Fall die ganze Zeit euer Inventar geschlossen und das macht auch hinterher gar keinen Spaß. Kann ich zumindest für den Hacker vorstellen. Und auch ohne des Bypasses sehen wir, da klappt gar nichts. Außerdem ist die Reach hier ganz gut. Jesus ist ganz gut. Blink, Freecam, Nofall, alles sehr, sehr gut. Kill Aura müssen wir halt nochmal schauen, wie es mit anderen Clients aussieht. Die Kill Aura dieses Clients ist halt, wie schon gesagt, sehr, sehr gut. Und deswegen ist es vielleicht auch einer der Gründe. Aber ich denke mal, die meisten Leute geben für Hack-Clients auch kein Geld aus, sondern nutzen diesen Standardkram wie Liquid Bounce oder sowas, was natürlich dann auch welche hier von diesem Hackler detected wird. Und falls ihr auch den Entwickler unterstützen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr einfach mal ein Like da lasst, beziehungsweise einfach mal eine positive Bewertung unter dem Plugin da lasst, dass er halt einfach das Anti-Cheat weitermachen soll. Dann denke ich auch mal, dass das Ganze eventuell noch ein bisschen erfolgreicher sein könnte und dass der Entwickler dann extrem viel Lust bekommt, das Ganze weiterzuentwickeln. Das heißt, wie schon gesagt, falls ihr Bock habt, könnt ihr es sehr gerne machen. Und somit wünsche ich euch allerdings noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Slip when I walk, I trip. We don't care that you rich, you corny little bitch.